Der Hamburger SV ist dank Doppelpacker Pierre-Michel Lasogga erstmals seit 10 Jahren wieder ins Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen. Das Spiel zum Nachlesen im Live-Ticker. Das Team von Trainer Hannes Wolf setzte sich im Zweitligaduell beim SC Paderborn verdient mit 2:0, 0:0 durch und darf weiter vom 4. Pokalgewinn der Vereinshistorie träumen. Spielplan des DFB-Pokals. 15 Jahre nach dem Skandalspiel an gleicher Stelle sorgte der starke Lasogga mit seinen Pokaltreffern Nummer 5 und 6, 54. 68. für die Entscheidung. Die Rothusen stehen damit zum 15. Mal in ihrer Vereinsgeschichte im Halbfinale. Vor der Partie hatte der ehemalige HSV-Angreifer Iveka Olić mit 6 Treffern in der Pokalsaison 2008-2009 Till Hamburgs erfolgreichster Schütze in der Bild gefordert, Lasogga solle sich seinen Pokalrekord schnappen, mit Erfolg. Lasogga überglücklich: Es ist unbeschreiblich, das ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich im Halbfinale des DFB-Pokals stehe, sagte Matchwinner Lasogga bei Sky. Der Sieg war mehr als verdient, wenn man sieht, wie wir aufgetreten sind. Die Führung war ein Dosenöffner für uns, danach haben wir das Spiel dominiert, wir sind glücklich mit dem Ergebnis und dem Spiel, erklärte unterdessen HSV-Trainer Hannes Wolf. In der zweiten Halbzeit waren wir aufgrund der Schärfe und Aggressivität weiter und haben die beiden Tore gemacht. Weniger glücklich war naturgemäß Paderborns Coach Steffen Baumgart. Die erste Halbzeit war ausgeglichen, in der zweiten Hälfte haben wir den ein oder anderen Fehler gemacht. Die Cleverness des HSV hat uns aufgezeigt, woran wir arbeiten müssen. Mangala verpasst HSV-Führung nach 19 Minuten, kamen die Gäste zu ihrer ersten gefährlichen Torchance. Einen von Bakary Jette erkämpften Ball setzte Orel Mangala aus Spitzenwinkel knapp neben das Tor von Paderborn Schlussmann Leopold Zingerle. Paderborn zeigte sich von Beginn an konterstark und brachte vor allem David Bates und Gotor Kosakai in der neu formierten HSV-Abwehr in Bedrängnis. Abwehrchef Kyriakos Papadopoulos gab nach 325 Tagen sein Comeback nach einer schweren Knieverletzung. Der von einem Magen-Darm-Virus geplagte HSV-Trainer Wolf betonte vor der Partie bei Sky, wie wichtig der 27-jährige Grieche mit seiner Mentalität und Körpersprache für das Spiel der Hanseaten sei. In der 39. Minute kamen die Gäste durch Sven Michel zu ihrer größten Chance, doch einen Kopfball aus nächster Nähe konnte HSV-Schlussmann Julian Polasbeck zur Seite fausten. Jetzt die aktuellen Trikots von Paderborn oder Hamburg kaufen, hier geht's zum Shop. Anzeige: Da HSV und Paderborn begegneten sich zum 3. Mal im DFB-Pokal. Im letzten Duell 2004, damals noch im Hermann-Löns-Stadion, manipulierte der damalige Schiedsrichter Robert Heutzer die Partie, in der sich der damalige Regionalligist Paderborn nach einem 0:2 Rückstand noch mit 4:2 gegen den Bundesligisten aus Hamburg durchgesetzt hatte. Lasogga glänzt mit Doppelpack, die Entscheidung beim Wiedersehen fiel nach der Pause. Punkt. Nach einem Eckball überwand Lasogga Paderborn Schlussmann Zingerle per Kopf, 14 Minuten später egalisierte der Stürmer den Olić-Rekord und sorgte mit einem Flachschuss im Strafraum zudem dafür, dass die Hamburger nach der bitteren Halbfinalniederlage gegen Werder Bremen vor 10 Jahren erstmals seit dem letzten Pokalerfolg 1987 wieder ins Endspiel in Berlin einziehen können.